Guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu unserem zweiten Video von unserem Mexiko-Trip. Es ist jetzt 6.30 Uhr am Morgen. Wir sind auf dem Weg nach Puerto Aventuras zum Jeremias und zum Ricky von JLC Fishing. Die Kontaktdaten werden wir euch in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr mal Bock habt auf einen ordentlichen Guide in Mexiko. Ist absolut empfehlenswert, die zwei. Wir fahren da jetzt hin und dann werden wir mit ihm rausfahren aufs Meer und werden da speechigen und werden hoffen, dass wir ordentlich Fische fangen. So, wir sind jetzt in Puerto Aventuras angekommen. Wir laufen jetzt zu unserem Guide, zum Jeremias. Und dann hoffen wir mal, dass man heute einen erfolgreichen Tag haben, aber durch mal das an hier, sieht echt herrlich aus. Ist das nicht geil hier? Alles voll mit Booten, Angebote. Das sind die Pilger, mit denen wir Speed schicken. Die haben das Gewicht so von ca. 150 bis 250 Gramm. Danny, mach deine Augen. No, 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 no.
Kuh doch besser, ne? Ich hab keine Kuh. Geil, erster Barracuda, gleich ein mit 1,30 Meter, absoluter Ausnahmefisch. Um Gottes Willen. Zum schönen X eingestiegen. Jawohl. Ja. Hier kommt doch an. Das selber. Gottes Willen. Gottes Willen. Sehr schön, sehr schön. Nein. Nein. Fuck, ey. Oh. I know. Oh, man. Also wenn man hier das so sieht, wenn es so leicht rau ist, wenn man drüber fühlt, dann war das ein Hai. Ups. Nächsten kriegt man raus. So, da ist jetzt nochmal einer eingestiegen. Nice. Unser Guide sagt, das ist ein Hai. Ja. Shark. Shark hat fish in his mouth. Ah, okay. Oh, nice. It's a nice run, but we'll see what happens. Fahr da runter, geht gut ab, oder? Ja, jawohl, Pumpe, komm. Solange unser Vater drillt, das ist jetzt hier der letzte Spot, wo wir schicken wollten. Wir wollten eigentlich schon gerade hochziehen und weiterfahren. Und jetzt der nächste Spot ist dann, wir werden zu so einem, die nennen den Sharkplatz. Da würden wir jetzt hinfahren. Also wir haben jetzt das Problem, der Fisch schwimmt nach oben ganz schnell und dann, wenn er an der Oberfläche schwimmt, der meistens den Kopf. Und dann fliegt meistens, kann es sein, dass auf der Haken rausfliegt. Und so verlieren sie hier eigentlich die meisten Fische, die dann hochschießen und sich dann oben schütteln. Aber das warten wir einfach mal ab. Okay, also. Okay, er hat, wir haben ihn gesehen, aber er hat kurz davor vom Boda dort den Haken abgerissen, durchgerissen. Krass. Yes. Okay. Yes. Now.
Yes. Was sagt er? Junge Vater, du. Junge Vater, du. Warte, ich will schon mal. Wow, what the fuck, ey. Alle haben hier gut. Warte, warte. Wenn du mal kannst, sag Bescheid. Wenn du mal kannst, sag Bescheid. Oh ja, Mann, der ist oben. Er kommt da. Er kommt da. Krass, oder? Das ist mein Highlight. Kamera. When you want? Yes. When you want? Just like... You want? Also, wir sind jetzt mit unserem Guiding fertig. Wir sind jetzt wieder im Hafen von Puerto Aventuras. Wir haben zwei Haie gefangen, einen riesen Barracuda, noch zwei, wie hießen sie? Bonitos. Zwei Bonitos. Den einen haben wir jetzt in der Tüte, den nehmen wir mit. Ja, war eigentlich ein ziemlich erfolgreicher Tag. War eigentlich ein ziemlich erfolgreicher Tag jetzt heute auf dem Meer. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht im Urlaub.